Hi. Hi. Willkommen zu Spieltag irgendwas von der NPL. NPL? Das war. Willkommen zum einzigen Gegner in der DPL. Ja, eigentlich sind wir heute ohne Lauris, der ist nicht da. Nee, richtig. Nee. Zum einzigen Gegner jetzt. Richtig. Heute, wir haben seinen Kanal übernommen und wenn ihr ihn hört, dann hat er das im Nachhinein reingeschnitten. Richtig. Das müsst ihr wissen. Das denn heißt, Lauris ist eine einsame Sau. Ne? Wir kommentieren jetzt hier einfach den Kampf zwischen Lauris und Bene. Und easy. Das ist wahrscheinlich der einzige Gegner für Bene und der einzige Gegner für Lauris aktuell in der DPL. Und das Lustige ist, selbst wenn Bene 6-0 verliert, ist er immer noch Erster. So. So locker easy. Und, und wir analysieren gleich die Teams. Wir kriegen das Team mit Dildo-Kopf. Ich würde das Team mit Dildo-Kopf. Okay, du kriegst also das Team Dildo-Kopf. Also Dildo-Kopf ist doch... ja, Meditalis. Also nee, warte, ich will das Team von Bene. Ich dachte, Dildo-Kopf wäre Keldeo. Nee, Dildo-Kopf ist Meditalis. Aber Keldildo und Keldeo hört sich gleich an. Wow, wow. Okay, ja gut, dann stell du das Team von Bene vor, wie immer. Also darf ich jetzt erstes, ja? Ja. Okay, also tatsächlich ist ja immer zur Abwechslung zu den Kämpfen, die ich bis jetzt kommentiert habe bei Lauris, hat Bene das bessere Matchup meiner Meinung nach, einfach durch Pokémon wie Victini und Keldeo. Bei Keldeo, ich weiß nicht, was Lauris da rein switchen will, außer sein Pixie, und wenn es Keldeo Specs ist, dann tankt auch ein speziell defensives Pixie jetzt auch keine Hydro. So wirklich gut. Victini hat er gar kein Switch in. Entei kann man vielleicht als Pseudo-Switch in sehen, genauso wie Landorus, aber ja, sehe ich jetzt auch nicht so geil ganz. Ampharos finde ich ganz okay in diesem Matchup, also ist gut gegen sein Jolteon, und auch wenn es halt so ein Westhawk-Set ist gegen einen Entei mit Sacred Fire und sowas. Kobayon einfach hier Hazards ist immer ganz nice, um Pixie zu killen. Allgemein auch Zweedits ist auch ganz schön viel, also ist auch eine ganz hast du gute gesagt, Wahl. Hazards sind nice, um Pixie zu killen? Nee, das habe ich nicht gesagt. Also Hazards sind nice, Komma, um Pixie zu killen, Komma. Ah, okay. Nee, ja, Togekiss, weiß nicht, was ich davon halten soll. Meditalis ist halt ganz gut. Cresselia kann man eigentlich immer im Team mitnehmen, und ja. Also, an sich finde ich es ganz nice. Er hat ein ganz gutes Team. Er hat jetzt vielleicht nicht so den Gengar-Switch in. Aber ja, darauf wird jetzt der Levi's eingehen, ne? Okay, ich sag, ein Mon. Double Dance Katapult Lando. Wo ist der Switch? Oh shit. Wo ist der Switch in? Nach Rock Polish und SD. Das kannst du bei jedem Team sagen. Das kannst du bei jedem Team sagen, geil. Nein. Psst. Hier, Kresse stirbt. Kennen Hallo? Wer am plus 2 in welcher EQ. Welt? Das hat auch Ice Beam. Ha, nee. Kommt auch dazu. Der drückt Toxic. Ah, so, okay, gut. Oder yes, AV Double Dance, so. AV? Ja, easy. Bist du nie AV Double Dance? Nee. Bin ich immer ein Hex von West. Also ich benutze am liebsten zwar eigentlich den Triple Scarf, aber AV Double Dance ist auch nicht schlecht. Wenn du darüber nachdenkst, Triple Scarf, ja. Stimmt, hast recht, Er muss halt auf irgendeinem Mon SD und Rock Polish durchbekommen. Und dann muss er den Cresselia Switch mit Rock, mit Katapult bestrafen. Dann gewinnt er. Wird auch garantiert voll so bekommen, und das ist wahrscheinlich auch garantiert Double Dance Lando. Garantiert. Und wobei, wenn er jetzt das gute Clefable zur Abwechslung ist mit Cormant, ist es halt ein Starfox Lando. Ja. Entei macht überraschenderweise mal wieder sehr viel Work. Also ja, gut. E-Speed. Er hat so einen Anfang aus. Er kann mit Victini nicht einfach V-Create spammen, wie er lustig ist. Weil ein Mon gesackt, dann kommt Entei rein und killt das. So, das ist so. Na, außer er hat jetzt seinen Ampharos, ne? Physisch defensiv mit Westhawk. Hat er schon Hardcounter. Ja. Ja, doch schon, ja. Wenn das aber noch lebt, kann er von Entei dann wieder in Lando doublen und so weiter, ja. Mhm. Mega Meditalis ist irgendwie ziemlich unfortunate in dem Matchup, weil es macht gar nichts. Also. Das ist ein Quest, ne? Es outspeedet Ampharos. Das war's. Naja, mir macht Quest wird's gewollt von Turkis halt auch. Und, ja. Und dann gibt's. Gut, es gibt Koba, was es trifft. Aber. Pixie ist hier schon praktischer. Mhm. Weil Pixie wenigstens lustig T-Waves spammen kann gegen alles.
und sich gegen viele Mons auch CMen kann. Da sind halt immer noch Probleme mit Tini und Koba, weil die zu zweit auf jeden Fall Clef killen. Mm. Blitzer ist verdammt nice hier, weil er einfach immer Wort switchen kann und dadurch permanent Damage bekommt. Das stimmt. Und Gengar hier. Wo ist der Gengar-Switch-In? Also, ja. Natürlich hat er Antworten, aber er hat keine Switch-Ins. Ja. Er kann. Also und Gengar, ohne Scarfert speedet er auch kein Gengar. Das richtig. Jedes Mal, wenn Gengar reinkommt, kriegt es einen Kill. Und wenn er hier zum Beispiel Choice Scarfed Gengar ist oder so, dann ist er komplett OP. Okay. Wenn halt mit Clef hier das richtige Pokémon T-Wave, zum Beispiel jetzt sein Victini, dann hat er halt schon also, gute Chancen. Also wie schon gesagt, was hat Bene gegen Choice Scarfed Gengar? Shadow Ball killt Victini. Stimmt, wenn man Choice Scarfed Gengar, ja, das ist auch eine Idee. Wobei, wenn Psychic er jetzt ganz cool, kill, wenn Laos ganz cool ist, spielt er Sub Select Berry. Ja. Naja. Also das mit Scarfed Gengar hätte er einen riesigen Vorteil hier. Und das war so die Team-Preview. Also ich würde sagen, wir können in den Kampf gehen und ich setze jetzt meine magischen Kräfte ein und da geht der Kampf los. Will Laurus echt nicht sagen? Haben wir das jetzt... Der ist nicht da. Der ist nicht da. Wow. Das habt ihr gerade reingeschnitten gehört. Wow. Der ist eigentlich nicht da. Aber das ist doch lame. Was soll das? Das ist doch nicht unser Kanal, hä? Doch, ich finde es immer lustig, genommen. Wie er mit... Wie Laurus immer mit seinem Metall ist. Ist das denn wirklich Dildo-Kopf? Wow. Wie Sandstreet hat mit Low Pony. Logisch. Ja, na Fake Arrow. Fake God is nie bad. Hopp. Noch. Wow, das macht viel zu viel Damage. No, that's fine. Vermutlich Lando. Ja. FL Switch. Switch in. Okay. Wenn jetzt Gash drückt. Komm, Bolt Strike! Moment. Oh, shit. Sure. Okay, das wird ja wahrscheinlich das, physisch. Das wird trotzdem. Sein. Das wär, trotzdem. Ich hätte trotzdem. Ja, das wird leicht. Und nee. Das sieht. Ist das Scarf oder Band? Das ist erst. Das ist auf jeden Fall Scarf, meine Meinung. Weil Band hätte mehr gemacht. Band hätte auf jeden Fall getut. Oder vielleicht E-Belt, weil jetzt noch Clash Shit spielt. Okay, nee. Nee, es muss Scarf sein, ansonsten wird halt Gengar sein ganzes Team wrecken. Ja, ja. Jo. Wobei Kobayum, wenn das Scarf ist. Wow, weh. Oh, wow. Kobayum. Das tut weh. Ich bin anscheinend wieder Air Balloon Magnet Rise. Der hat Bärenkräfte Ganlon Berry. Trust. Was ist Ganlon Berry? Eis-Bärenkräfte. Oh shit. Okay, er prediktet diese schon. Ja. Natürlich, welche sonst? Okay, jetzt kommen die japanischen Zeichen rein. Die japanischen Zeichen. Wäre ich jetzt schon so weit, könnte ich euch das vorlesen. Aber bin ich leider noch nicht. Da steht Ching Chang Chong. Ching Chang Hoi. Beige, Dio Fumi. Da steht Reis in verschiedensten Variationen. Richtig. Okay, er steckt hier sein Kobayum. Das okay. ist Japan. Japan hat auch Reis, nicht nur China. Mhm. Okay, also da wirft er auf jeden Fall schon mal ein Pokémon ab, welches Clef handelt. Wieso wirft der Koba ab? Weiß das ich auch nicht. War gute so Frage. Ein Clef-Check. Ja, eben. Vielleicht wollte er nichts ranswitchen. Ja, vielleicht, ja, könnte auch sein. Wobei er halt sein Ampharos. Ja, okay, Ampharos hat er nicht gemegert. Ja, es hat nur nicht gemegert, aber jetzt ist es Lefty? Und... Oh. Okay, es ist das defensiv. Das ist bestimmt Substitute, Alter. Substitute. Am Feisung. Oder Substitute Yoyama, nice. Oder, Alter? Wow. Heißt jedes seiner Mons irgendwas mit Eisung? Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich. Er bleibt okay. Okay, Entei. Jetzt Bulldoze. Wie auch es echt nicht sagt. Ich bin beeindruckt. Naja, Bulldoze. Er ist ja auch nicht da. Bulldoze er macht nicht viel. Nicht bei Life Orb. Nicht bei Leftovers. Nee. Das hätte auch so nicht gereicht, Mann. Selbst wenn der Bandit wäre, wenn er physisch defensiv wäre, mit einem Force jetzt kein Tool gewesen. Das macht Zero, oh mein Gott. Ja, warte, das ist speziell defensiv, oder? Physisch defensiv hätte es viel weniger gemacht. Ja. Ja, also das würde wahrscheinlich so ein Check für welches Pokémon? Für Jolteon sein. Nie vielleicht auch. Wobei es eigentlich nicht mal speziell defensiv sein muss, wenn man Jolteon checken will. Aber gut. Hier kriegt man nochmal Free Extreme Speed Damage, also es ist eigentlich ein fairer Trade-off, finde ich. Also Entei hat hier ziemlich viel gemacht, Matchup. Mir fällt gerade auf, dass der ideale Buy-In irgendwie Garchomp für das Team von Laurus ist. Warum? Also gegen sein Team. Weil es handelt sowohl Entei als auch Mega Meditalis. Und die nimmt er meistens beide mit. Okay. Ich mein, ja gut. Ja, Medischen muss man aufpassen um Ice Punch. Ja, trotzdem frisst es 10 Millionen Prozent von Ross Skin so viel und Rocky Hammond. Weil das ein Entei ist. Weil es wohl eine Sub-CM, Keldeo.
Oder er möchte einfach nur die Recovery. Der Experte. Ob das der Experte ist? Oh, da bin ich jetzt echt gespannt. Zur Info. Nein, das ist es nicht. Weil eigentlich ist es Life-Orb, aber ich habe ihm gesagt, er soll es die Experte nennen. Der ist von. Aha, okay. Deswegen ist es so schlecht. Die tiefsten Heimnisse an Tagesordnung. Beeindruckend. So. So deep. Gleich seht ihr live aus. Das wird 2% das Lachen von Laurens war gerade nachkommentiert. Das war gar nicht in der Aufnahme. Warum waren das 8%? Warum hat das so viel gemacht? Das war ein Wall-Switch, was vierfach resistent ist. Kann mir niemand erzählen. Und live Orb. Joltchen? Ist das eine Antwortmöglichkeit? Nö. Ich möchte gerne Antwort B einloggen. Okay, Sekt. Okay. Nice. Sekt ist. So, jetzt kommt halt Victini rein. Jetzt hat er keinen sehr guten, jetzt hat er halt keinen Wood-Switch-Switchen mehr, ich glaube. Das ist glaub nicht Victini. Wie ja, ist das nicht Victini? Na, weil Quest sowieso das Counter. Oh. Aber er hätte einen Kill bekommen. Sheesh. Na, außer er ist halt nicht Scarfed, ne? Dann wäre es ein Speedteil. Musst du da. Als ob der nicht Scarfed ist. Das wissen wir doch nicht. Okay, Gedankengut. Wenn du jetzt gegen einen Gedankengut-Quest verlierst, dann lache ich dich aus. Wobei, du bist toxic. Nevermind. Der kann sich gar nicht. Jetzt West. Der kann sich in der Zeit gar nicht genug setupen, um sein ganzes Team zu handeln. Alter, ich sag's euch, der ist just a Barry. Er hat keine Lefties. Oder hat er Rocky Hammers? Oder hat er Rocky Hammers? Macht das trotzdem so viel. Oh shit. Alter, ich sag's euch, der ist just a Resto. Der bleibt echt mal, der könnte wirklich just a Resto sein, oh scheiße. Er hat keine Lefties, kein Rocky Hammers. Ja, das ist bestimmt sowas. Es muss just a Resto sein. Oh shit, oh shit. Okay, jetzt erwartet er den West, also Laurus erwartet jetzt sicherlich den West. Außer wir sehen jetzt einen Moonlight. Klumpen hüpfen hier und dort und über. Es ist andere. Au! Oh. Das ist der Counter. Uff. Ja, das macht wahrscheinlich 3% oder so. Was? Es ist spezial. Das keine 3%. Es ist spezialdefensiv. Okay. Weil er hat einen Kelly. Danke, Laurus aus der Zukunft! Er hat einen Kelly. Ja. Jetzt danke, nachkommentierte Videostimme. Deine Hilfe. Hä? Ha? Warte, hat er gekannt, dass es unaware ist? Hat er unaware erwartet? Er hat die Rocks gesehen. Hä, das ist wirklich unaware? Warum macht das viel? What the shit? Und warum gewinnt Laurus hier? What the shit? Glaube ich jetzt nicht, weil, oder? Weil Bene irgendwie nicht auf Kill, auf Victini. Victini gegangen ist, wieso auch immer. Weißt du, Laurus hat nämlich einmal Gänger reingeschickt. What the fuck? Also Gänger kriege ich ja eigentlich fast schon, wenn es Scarf ist. Ja, wenn Gengar Scarfed ist, gewinnt's hier einfach. Dann muss er jetzt einmal mehr oder weniger noch sacken. Und dann drückt's einfach ein paar Mal Shadow Ball und gewinnt. Ito Geisung. Okay, da müssen wir noch ein bisschen Damage drauf bekommen, und das ist glaube ich auch nicht das Problem. Okay. Okay. Bene macht's gut, er heilt sich einfach, damit er nicht in der Range ist, wo dein Shadow Ball irgendwann mal reicht nach einer Mundgewalt von Clef. Ist ein okay, ja. Außer T-Wave ist auch nicht so gut. Und jetzt ist eigentlich schon vorbei, wir können aufgeben. GG. Wobei es sind halt noch 8 Turns, sehe ich gerade. Also, wir können noch gespannt sein. Vielleicht ist es ja ein Core, mein Clef, und. Wobei, unaware, weiß nicht. Der bleibt drin. Warum bleibt der drin? Natürlich ist er unaware, Clef. Er hat vorhin Box Damage bekommen. Ja, ich weiß. Warum bleibt er jetzt drin? Warum wechselt er nicht aus? Heilen. Keine Ahnung. Vielleicht braucht es nicht mehr. Weil es einfach kein Damage macht. Lag. Seht ihr, Lauches soll einfach nicht mitkommentieren, deswegen hat er jetzt geleckt. Ich meine, die Stimme aus der Zukunft hat geleckt, die das natürlich kommentiert. Wie leider Matrix. Wenn das Video rauskommt, dann wird es nicht laggen, aber für uns ist es schon geleckt. Im Nachkommentierten. Weißt du, ich muss einfach seinen Kanal hacken, das Video dann schnell auf nicht gelistet schalten. Warum geht auf Lando vor allem hier? Dann seine Tonspur rausschneiden und dann wieder hochladen ohne seine Tonspur. Das ist genial. Ich weiß. Yep. Eigentlich auch erwartet, dass er jetzt Heal Bash spielt. Uff. Bei mir leckt die Aufnahme gerade sowas von, aber. Bei mir auch. Alles gut, man weiß noch ungefähr, was passiert. Jojo. So Luft. Hä? Hätte eigentlich vorhin auf Jordan gehen können. Warum hat er Luft? Naja, der muss halt irgendwann nur ein Pokémon zacken, beziehungsweise mit Kernwerte raus und dann kann er halt in Jordan gehen oder in Gengar und dann passt es eigentlich. Jo, der hätte auf die Heal rein switchen können. Aber egal. Er geht in Jolten. Er geht in Jolten, ja. Jolten. Bei Gewalt Switch oder T-Bolt? Ich würde T-Bolt machen, aber wenn jetzt am Feuer raus reinkommt, einfach HPI ist fertig. Weil ich habe Tank, das wird ab. Ja. Uff. Da hat er sich wahrscheinlich so erwidert, dass er das tanken kann. Krass. Okay, Air Slash. Wobei das halt eine Wall sein könnte, ne? Naja. Reicht eine Wall. Air Slash killt niemals. Was hat Bene da gemacht?
Weiß ich nicht. Na, er hätte auch in Jolt. Na, in Ampharos zu gehen wäre dumm gewesen, weil Joltian sowieso. Er hat keinen Ampharos mehr. Ampharos ist down. Nicht? Oh, well. Das ist jetzt interessant. Jetzt kommt Victini, mutig, ja. So, und jetzt sehen wir auch, ob Scarf ist. Eventuell, also ich denke mal, Loris wird hier auch drin bleiben, weil. Ja, wenn er so reinwechselt, ja, dann ist es garantiert Scarf. Oh, okay. Okay. Ich habe hier Flando. Geh nicht auf Gengar. Okay. Ich hab Flando, okay. Dankeschön. Okay, das Lando brauchen wir. Wie sieht's denn jetzt mit dem Pokémon aus? Ich hab's gerade im Kopf. Was hat Mädchen hat er noch? Es müsste jetzt. Glaube ich. 4. Oder? Nee. Also nach dem Kill steht es 4-2. Nachdem Lando. Bane hat noch Victini? War's das nicht Keldeo? Schon? Nee, Keldeo auch noch. Okay, dann kann er jetzt eigentlich in Gengar gehen. Weil auch wenn es jetzt, wenn die Laurus Gengar nicht Scarf ist, ne? Cobalion ist down, Urkis ist down, Ampharos down und Cress ist down. Ja, dann noch zwei. Also steht's jetzt gerade 5 oder 4. Das ist Bex! Wow, danke, danke schön, weil ich, der Name ist auch von mir. Ich habe vorher gesagt, nenn's Fanmate, damit Bene glaubt, es ist Choice Bex. Nice. Ich denke, und jetzt kann ich spielen, ich weiß, dass es Choice Scarf ist. Wow, das ist okay, jetzt was ist damit GG? Am Damage hätte ich es auch rausbekommen, natürlich. Ja, das ist wirklich das ist beeindruckend, Lauris, du bist der König. Und übrigens, das kommt jetzt vielleicht so rüber, als ob Levis mir geholfen hat. Das sieht für aus. Aber Levis hat mir auf keinen Fall geholfen, also ich habe das Team ganz alleine gebaut. Nein, ich habe ihm nur die Spitznamen beraten. Nein, ist wirklich so. Levis macht eigentlich alles auf Lauris Kanal. Ja, ja, alles. Levis, Lauris. Ich würde niemals Lauris gegen Bene helfen. Niemals das gegen zu meinen Hunter einfach. X Hunter Pro. So easy win, oder? Jo. Warum war das der easieste win of my care? Die erste Niederlage. Aber ich muss sagen, ich fand Benes Team irgendwie echt nicht gut. Vielleicht hat ja, gut, er hat ein schlechtes Matchup gegen Gengar vor allem. Was hat er gegen Gengar? Ich kenne auch nichts, wieder nicht sein komplettes Team. Glaube ich. Also wenn ich das komplette Team kennen würde, könnte ich sagen, ob er das irgendwie einfach schlecht gebaut hat. Also, er hat noch Boreos übrigens. Das habe ich übrigens sehr, sehr stark erwartet. Warum auch immer sein Boreos-Team nicht mit hatte. Und das hätte er schlecht gegen Gengar. Er hatte ja Torn-Team nicht mit. Und er hatte noch Rhyperia, und er hatte noch Quagsire, weswegen ich übrigens Energy Ball auf Gengar hatte. Strauchler auf Demeteros und HP Pflanze auf Jolteon. Okay. Nice. Also so ein bisschen was an Gras. Ja, also und Quagsire ist sein Team so ein bisschen aufgeschmissen Gras. Ist hier jemand wohl obwohl, pro warte. Er hätte Drapion eventuell gegen Gengar. Ja, Drapion habe ich eigentlich auch predicted, deswegen weiß ich nicht, was da nicht dabei. Ich habe eigentlich Drapion und Tornadus Tier auch predicted. Aber wahrscheinlich hat er halt erwartet, dass du Gengar niemals mitnehmen wirst, weil halt ein Drapion hat, ne? Das Ding ist halt, wenn Drapion weg ist, ist halt Gengar einfach super gut gegen sein Team. Und deswegen hat er ihn mitgenommen. Also so. Ja, und gegen Drapion hatte Glaive, Kappa. ich meinte natürlich eigentlich Landorus. Und hab mich nicht einfach nur versprochen. Da kommt der Ice Fang. Ja, ihr habt Landorus dagegen. Und auch Entei 2 hittet. Ja, und auch irgendwie Medicham. Was ich denke, ich glaube, er hat zu früh im Ampharos hergegeben, glaube ich. Würde ich sagen. Ja, aber Medicham kann er auf sein Headbutt er ist auch wieder fangen und dann Sackern oder so und das nimmt viel, viel Damage. Mädchen ist halt auch ein Problem, wenn jetzt Cresselia weg ist. Mhm. Ja gut, Bikini könnte Scarf sein, aber trotzdem. Naja, Keldeo outspeedet und mit Choice Bags killt es einfach mit Hydro. Er hat Double FTs. Ja. Hier, Toge kann einfach Airslash drücken. Vielleicht hat er Poison Jab. Oder Ice Punch. Diskutieren wir jetzt echt darüber, wie es hätte ausgehen können, dass Bene gewinnt? Nein! Hören jetzt auf! Ja, übrigens, Geist, ich hab 4-0 gewonnen. War ein schöner Kampf, fand ich. War irgendwie. Hey, wo kommt diese Stimme her? Wo kommt sie her? Hallo? Matrix? Matrix? Ich sehe eine schwarze Katze. Ich sehe eine schwarze, zweite schwarze Katze. Die Männer, sie kommen und holen mich. Endlich, wurde auch Mozart das erwähnt. Levis ist tot! Ich würde sagen, Lauris hat jetzt die Abschlussworte, weil er die ganze Zeit nichts gesagt hat. Ja. Also, ich fand's, war auf jeden Fall ein schöner Kampf. Tschüss! Hey! Hey! Und danke, dass ihr mit kommentiert habt, ihr Arschlöcher! Das war super.